Klopf, klopf. Stille legt sich erstickend auf das Land, die Republik wirft sich in Falten. Unsere Masken sitzen perfekt, ein Volk verhält sich korrekt. Und aus den Skizzen werden Schatten, die Schatten sie gewinnen an Gestalt. Und alles ohne Gewalt. Denn es besteht kein Grund zur Aufregung, alle Maßnahmen zur Beseitigung der Störung und ihrer Folgen sind längst schon im Gange. Bleiben Sie ruhig. Es dauert nicht lange. Doch, 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 das dauert viel zu lange. Ich habe seit Mitte März, konnte ich nicht spielen. Seit Mitte März, nix. Auch finanziell, scheiße. Ich habe schon überlegt, ich mache sowas wie Fipsi Amthor oder Gutenberg, so mit Wirecard oder so. Jetzt habe ich eine Überweisung gekriegt wegen Mehrwertsteuerrückerstattung, 58 Cent. Muss ich noch versteuern, aber ich glaube, das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Der Vater war die ganze Zeit zu Hause bei der Familie, unerträglich. Ich habe den Kindern das Lego weggenommen, damit ich selber spielen konnte. Dann habe ich nicht gemacht Home Office, sondern Home Cabaret. Die Familie saß am Tisch, ich bin aufgestanden und habe gesagt, herzlich willkommen, I love to entertain you. Ich bin Andreas Rebers, herzlich willkommen bei Ich helfe gern. Die Kinder haben gefragt, okay, kriegen wir das Lego wieder? Meine Frau hat sich die Sonnenbrille aufgesetzt, ist rausgegangen, hat gesagt, zum Schlussapplaus bin ich wieder da. Wir haben doch Nachbarn, ich habe doch ganz viele Nachbarn. Weißt du, ich habe ja kein Eigentum, weil ich Sozialist bin, ich miete. Und da sind andere Nachbarn, die sind ähnlich drauf. Und das ist der Herr Hacker, der ist verheiratet mit einer geschiedenen Pschorr. Und die haben ganz schlechtes Internet. Und die Alte hat wohl einen Kurs gemacht, also online und zwar Inline-Skating. Und der Alte hat gesagt, warum machst du das nicht outdoor? Die haben, auf jeden Fall war zu wenig Netz. Sie hatten zu wenig Netz, weil das wahrscheinlich irgendwie irgendwas ist. G5, Chinesen, irgendwas. Und die haben sich so gestritten, wer mehr Daten kriegt. Dann hat er ihr irgendwann ein blaues Auge gehauen. Das konnte man ja auch lesen, dass die häusliche Gewalt so zugenommen hat. Ne? Und dann wollte sie raus, hat er gesagt, aber setz dir eine Sonnenbrille auf. Dann geht die raus, trifft meine Frau und meine Frau sagt, ist ihr Mann Kabarettist? Das sind diese Verwerfungen, verstehst du? Nein, es sind ja ganz gruselige Zeiten. Ich meine, kein Stierkampf in Pamplona, keine Oper in Verona, selbst der Puff in Barcelona, dicht. Du, ich habe ja am Anfang geglaubt, das ist eine Zahnpasta. Irgendwas von Colgate. Mein Freund Flü aus Wien hat gesagt, nee, das ist eine Burschenschaft, das ist eine schlagende Verbindung. Bis man dahinter gekommen ist, was das eigentlich war. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also mit Politik, mit denen wollte ich nicht tauschen. Ne? Da war ja auch viel operative Hektik. Sie wissen nicht, was sie tun, aber sie tun, was sie können. Opposition fand praktisch nicht statt. Ja. Sprachlos, weil machtlos. Irgendwann hat der Habeck angefangen, mit Pferden zu sprechen. Ja, interessant wird es, wenn Sie antworten. Die FDP gibt es nur noch als PDF. Und Söder und Laschet machen Bella Figura. Jetzt hat doch die Familie vom Laschet festgestellt, dass sie Nachfahren sind von Karl dem Großen.
weil sie wissen, wo Aachen liegt. Nein, nein, das ist, also wir sind ja umgeben von Deppenmagneten. Ja. Für mich war es immer wichtig, dass die Heiterkeit nicht abhanden kommt. Ne? Dass man auch so eine Krise mit Heiterkeit irgendwie hinnimmt, mit Humor. Und jetzt überall diese Desinfektionsmittel, diese neue deutsche Sauberkeit. Überall wird desinfiziert. Und der nächste Schritt ist natürlich, jetzt geht es natürlich nicht nur um die Hände, sondern auch um die geistigen Räume, dass die desinfiziert werden. Ne? Und da haben wir ja unsere Reinemacherfrauen, hier Anne Will und Maischberger und Frau Mioska und Klaus Klebrig und seine zwei Garnelen, die machen das ja ganz gut. Ne? Es geht darum, dass auch die geistigen Räume, diese neue deutsche, also mir gefällt das. Mir gefällt das. Alles ist so sauber, viel besser als bei den Amerikanern. Oder bei den Russen. Warum sterben die Russen eigentlich nicht? Die sind doch damals auch gestorben. Fällt der Russe tot vom Traktor, brennt in der Nähe ein Reaktor. Und wenn der nächste runterfällt, hat man ihn wieder angestellt. Dieses schöne Lied, was ich am Anfang gerade gesungen habe, in der Figur des Clowns, die letzten vier Zeilen sind nicht von mir. Es besteht kein Grund zur Aufregung. Das ist von einem Liedermacher aus Bonn, Gerd Schinkel heißt er. Der hatte eine Kapelle, die hießen Die Kanuten. Und der hat das gedichtet, nachdem uns der Reaktor von Tschernobyl um die Ohren geflogen ist. Damals hat der Spiegel geschrieben, was denken die Deutschen über ein Leben nach Tschernobyl? Ja, am Arsch. Ist das weg oder wie? Ist AIDS weg? Jetzt hat der Spiegel geschrieben, so denken die Deutschen über ein Leben nach Corona. Nee, Hase, ist nicht. Gibt's nicht. Es gibt nur ein Leben mit Corona. Ich habe das Gefühl, der Journalismus in Deutschland besteht eigentlich zunehmend darin, dass der Blinde aufschreibt, was der Taube gehört hat. Aber sie wollen... Diese Schwachdenker wollen ja Empathie herstellen, nicht? Damit habe ich es nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, nein. Du, jetzt ruft mich neulich jemand an, pass auf. Bim, 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 ich gehe dran und auf einmal, ja, der Herr Rebers, ja, jetzt habe ich Sie. Ich habe jetzt Ihre Telefonnummer. Haha, da schauen Sie, oder? Sie waren doch neulich auf dem Fiktualienmarkt im Biergarten, oder? Und jetzt raten Sie mal, wer am Nebentisch gesessen hat. Ja? Und dann kam doch der Kellner mit der Liste und da sage ich zu meiner Frau, das ist ja der Rebers, die Drecksau. Ja, jetzt habe ich ihre Telefonnummer. Und jetzt wollte ich sie mal fragen, ob sie mir vielleicht die Nummer vom Dieter Nuhr und der Lisa Eckert geben können, weil die wollte ich auch schon immer mal ausladen. Möchte hier jemand aus der Reihe tanzen? Die Einheitsfront funktioniert doch einwandfrei. Ein altes indianisches Sprichwort besagt, du musst nur lang genug am Ufer des Flusses verharren, dann siehst du irgendwann von ganz allein die Leiche deines Todfeindes vorübertreiben. Und jetzt sitzt da der Friedrich Merz und die Merkel kommt nicht. Es ist einfach so, mir geht es um die Heiterkeit. Weißt du, um die gute Laune. Dafür sind wir doch da. Nicht, das ist die Aufgabe des Clowns, für eine gute Laune zu sorgen. Ich habe mir auch überlegt, vielleicht, nachdem ich eine Predigt gehört hatte, und zwar in der Hagia Sophia. Da ist ja der oberste Geistliche, der Chef aller DITIB-Imame in diesem Land im Übrigen. Ich kenne den gar nicht. Ich kannte die Vorgänger. Mehmet Görmiz, der hat die Moschee in Köln eingeweiht. Und dann den Ali Badakoglu, den mochte ich sehr gern. Das war ein guter Mann. Ja, aber der Neue, der hat dann irgendwie auch gesagt, Corona wird durch Homosexualität übertragen. Und ich meine, für eine offene Gesellschaft ist das doch keine Herausforderung, so etwas zu tolerieren. Vielleicht ist Corona wirklich eine Strafe des Himmels.
Es wäre nicht das erste Mal. Für die 7 Todsünden, ich muss mich doch hier nur umschauen, da sehe ich sie. Geiz, Gier, Zorn, Hochmut, Neid, Verlust, Müßiggang. Für die jungen Menschen von heute, die die Heilige Schrift nicht mehr kennen. Shoppen, ficken, fressen, Fernsehen, Mediamarkt, Online-Hetze und drumrum chillen. O Paradio, Paradis, il n'y avait pas de pandemie. Wir waren weltoffen und bunt und wir waren sehr gesund. Im Paradies gab es keine Refugees. Es gab keine Industrie und keinen Handel. Deshalb gab's auch keinen Klimawandel. Im Paradies gab es keine SUVs und keine Greta, die kam erst später. Mein Name ist Reverend Rebers. Ich bin der Hausmeister des Herrn, der Blockwart Gottes. Ich bin der letzte praktizierende Exorzist. Und ich bin zu euch gekommen, hier in diese schöne, gemütliche Halle. Eben nicht, weil ich was mit Empathie machen möchte. Oder mit Vertrauen. Oder so betreutes Denken. Das kann ich nicht. Wir wollen heute Abend ein bisschen an den Stellschrauben unserer Wahrnehmung arbeiten. Wir wollen uns verabschieden von dieser landesüblichen, billigen Grammatik. Wir sagen Nein zu dieser Grammatik. Wir wollen heute Abend an unserer Wahrnehmung arbeiten. Mich interessiert nicht die Benutzeroberfläche. Mich interessiert das Betriebssystem, Genossinnen und Genossen. Guck, wenn Menschen zu uns kommen, aus fremden Ländern, dann sagen die einen, ach, die Leute, die da kommen, die sind alle so wahnsinnig toll und die sind alle so gut ausgebildet. Dann kommen die anderen und sagen, nein, es kommen nur schlecht ausgebildete Verbrecher. Weder das eine noch das andere ist das Problem. Das Problem sind die gut ausgebildeten Verbrecher. Und die müssen nicht kommen, die sind schon da. Die waren immer da. Wir wollen heute Abend auch nicht gemeinsam, sowieso nicht, immer dieses Wir. Wer ist wir? Ich nicht. Gemeinsam diesen Schritt nach vorne. Nein, wir wollen mal einen Schritt zurück. Hier. Pass mal auf, was ist das Gegenteil von Zukunft? Herkunft. In keinem Land der Welt gilt so sehr wie bei uns die Maxime, nur ein schlechtes Gewissen ist ein gutes Gewissen. Und gegen Wahn und Populismus hilft nur ein guter Exorzismus. Im Angesicht, im Schatten des schlesischen Gebetsteppichs. Und was das schlechte Gewissen angeht, das ist ein tolles Produkt, damit kannst du richtig gut arbeiten. Das macht auch Spaß. Ja. Ich lebe ja in München, in einem Viertel, da haben die Grünen also gefühlte 120%. Dazu muss man sagen, allein die Lastenfahrräder, die da rumfahren, wenn du die Kaufsummen mal addierst, hast du eine höhere Summe als das Bruttosozialprodukt von Brandenburg. Nicht? Aber es ist eben halt ein schönes Gefühl. Und ich bin, weißt du, ich bin doch einer von euch. Ich bin einer von uns. Ich gehe auf die Menschen zu. Ich suche doch den Dialog mit euch. Ich reiche die Hand. Ich sage, wir müssen lernen, uns zuzuhören, wenn ich was sage. Und dann ist es doch auch schön. Weißt du, ich bin so ein bisschen so der Barbo, so ein bisschen der Checker. Ich gehe so durch die Straßen und so, begrüße die Leute und setze mich gerne an Weißenburger Platz. Dann lasse ich mir von den Obdachlosen Augustiner ausgeben und sage denen, du, ich mache Kabarett und auf der Bühne ergreife ich für euch Partei. Nee, da könnt ihr mir auch mit einem Bier ausgeben. Ne? Du, ich bin so ein Mensch, guck mal, wenn ich, wie soll ich das sagen? Ich war neulich, mich erkennen ja die Leute, weil ich auch, also schon auch ein Promi bin mittlerweile. Also mich kennen wahnsinnig viele Leute. Viele tun immer so, ach, nee, da gucken wir nicht hin. Aber ich spüre doch das.
du, da gehe ich über den Weißenburger Platz und da ist dann Stand von der Welthungerhilfe. Und da haben sie sofort gesagt, oh, Herr Rebers, haben Sie einen Moment Zeit für uns? Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin zum Essen verabredet. Aber ich hatte kein schlechtes Gewissen, weil ich war wirklich eingeladen. Mich hat auch schon mal jemand gefragt, Herr Rebers, beten Sie vor dem Essen? Habe ich gesagt, nö, ich koche. Also diese Befindlichkeiten in diesem Land, bäh. Warum soll ich mich zum Beispiel in der Straßenbahn nicht auf den Behindertenplatz setzen? Warum nicht, wenn der frei ist? Und da kommt immer von den Tugendbolden, weißt du, diese bösen Blicke. Ah, da setzt er sich auf einen Schwerbehindertenplatz. Igitt. Ich sag, der ist frei. Man muss doch einen schwerbehinderten Menschen nicht diskriminieren, wenn er überhaupt nicht da ist. Du Pottfisch. Und wenn, dann natürlich, wenn ich da sitze und es kommt jemand und möchte, dann ist ja völlig klar, dass ich mir dann den Ausweis zeigen lasse. Ja, neulich war einer, der hat, da habe ich gesagt, der ist abgelaufen. Da bin ich sitzen geblieben. Das ist ein Rechtsstaat. Das ist ein Rechtsstaat. Und wozu der Rechtsstaat fähig ist, du, der Breivik, der will jetzt raus wegen guter Führung. Toi, toi, toi. Na, da wollen wir uns nichts vormachen. Ja. Du, ich sitze da völlig entspannt. Weißt du, ich tue keinem was. Mir geht es wirklich um das Miteinander. Die Grünen laden mich ein in München zu einer Wahlparty. Europa war so, SPD wollte ich nicht hin, weil der Schulz gesagt hat, Europa ist die Antwort. Ich habe gesagt, Martin war nicht die Frage. Da blieben nur noch die Grünen. Und da war eben halt, wie hieß das, Europafest mit Kaffeekuchen, Theater, Musik und veganem Essen. Da frage ich mich natürlich, woher kommt dieser Hass? Versteht ihr? Warum werden Andersessende immer ausgegrenzt? Warum kann man nicht bunt, friedlich, weltoffen miteinander leben? Das frage ich mich dann. Aber es ist eben halt so, wenn die Macht erst mal da ist, dann ist es wie mit der Schuld und mit dem schlechten Gewissen. Mein Gott, noch mal, ehrlich. Da halte ich mich an meiner Obdachlosen. Ne, weißt du, guter Wein, mäßig genossen, kann auch in großen Mengen nicht schädlich sein. Sauf mir die Birne zu. Ne, die Jungs machen, und da, pass auf, wir haben so einen Friseur bei uns, das ist der Edwards. Das ist der Szenefriseur bei uns. Ich weiß nicht, ob es sowas in Frankfurt überhaupt gibt. Also, super. Und wir sitzen, und da ist da so eine Frau, so eine wohlstandsverwahrloste Mutter, die sich morgens auf Arm schminkt. Weißt du, weil so noch, habe ich ja früher auch gemacht. Ich bin ja als Student auch immer mit Latzhose rumgelaufen, weil ich mir gesagt habe, wenn ich schon nicht körperlich arbeite, will ich wenigstens so aussehen. Weißt du, dass man den Kontakt zur Arbeiterklasse ein bisschen hält. Weißt du, ich bin Linker, ich bin ein alter Revolutionär. Und dann stand diese dumme Kuh da mit ihrem, das war so ein handgeschnitzter Holzkinderwagen nach Plänen von Martin Heidegger. Und da saß ein Kind drin, ich würde mal sagen, das war schon relativ, also. Und dann höre ich, wie diese Mutter dieses Kind fragt, Corbinian, darf die Mama mal ganz kurz zum Edwards reingehen und ein Date machen für ihr neues Styling? Da sagt dieses Kind, nein. Da sagt die Mutter, na ist okay, ich kann ja auch anrufen. Da bin ich hingegangen, ich meine, ich helfe gern. Und habe gefragt, sag mal, warum läuft dieses faule Schwein nicht? In diesem Alter habe ich schon gearbeitet. Und ich trug Schuld. Ich habe in dieser Zeit von morgens bis abends, habe ich die Jägerzäune der Nationalsozialisten mit Xylamon gestrichen. Weißt du, was das ist, Xylamon? Ich habe ganz tief durchgeatmet. Ich war auf Crack. Meine ganze Kindheit war ich auf Crack. Und ich bekam von meiner Mutter abends als Gegenmittel Klosterfrau Melissengeist auf Würfelzucker. Ich habe meine ganze Kindheit über Trickfilme gesehen. Wir hatten überhaupt keinen Fernseher. Von der Ostverwandtschaft bekam ich immer Bücherstützen. Ich sagte, wir haben doch gar keine Bücher. Es gab bei uns ein einziges Mickey-Maus-Heft. Das gehörte mir. Und das habe ich auswendig gelernt. Den ganzen Soundtrack.
Und abends beim Abendessen habe ich meine Eltern damit in den Wahnsinn getrieben. Und damals, Freundinnen und Freunde, konnte sich noch keine Sau vorstellen, dass im Jahr 2020 in Entenhausen nicht Donald Duck, sondern Donald Trump das Sagen hat. Und es konnte sich auch noch kein Mensch vorstellen, dass im Jahr 2020 die Spaltung der Gesellschaft das erfolgreichste Geschäftsmodell ist. Und das ist unser Problem, die Spaltung der Gesellschaft. Ich bin ja ein Mann der radikalen Mitte. Wenn ich gefragt werde von meiner Nachbarin Sabine Hammer, geschiedene Sichel, wo ich mich politisch befinde, sage ich immer radikale Mitte. Ich bin das Dritte von dem, wo Sie geglaubt haben, es gibt nur zwei. Das macht es spannend. Der Rest ist von der Stange. Kleines Beispiel. Wenn in Sibirien der Wald brennt, dann hält sich das deutsche Mitgefühl immer so ein bisschen in Grenzen, finde ich. Woran liegt das? Weil in der in uns hinterlegten nationalsozialistischen DNA vermerkt ist, dass wir, die Deutschen, die deutsche Zivilgesellschaft, in Sibirien nach 1945 ganz schlechte Erfahrungen gemacht hat. Wenn in Brasilien am Amazonas unser Regenwald brennt, ist die Empörung groß. Über die Taz bis zur Bild-Zeitung. Von Frau Merkel bis Frau Katrin Göring-Eckardt. Woran liegt das? Weil auf derselben nationalsozialistischen DNA hinterlegt ist, dass die Deutschen, wir, nach dem verlorenen Krieg in Brasilien sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Nicht, da konnte man über die Rattenlinie direkt nach Manaus fliegen. Und da konnte man dann mit Dr. Mengele und dem Kaplan auf Papageienjagd gehen. Ist das nicht schön? Also ich finde das schön. Das ist positiv belegt. Heute nennt man das Framing. So, drittes Beispiel. Wenn es im Kongo brennt, da passiert lustigerweise gar nichts. Bis auf Annalena Baerbock. Die setzt sich in das ARD-Sommer-Interview und sagt, Kongo? Wieso Kongo? Ach Kongo, da wird doch Kobold angebaut, oder? Kobold, oder wie heißt, das ist doch Kobold. Was wir brauchen für die sauberen Autos, Kobold? Ja, Annalena, um es mit Karl Kraus zu sagen, es reicht eben halt nicht, dass man nichts zu sagen hat. Man muss auch noch unfähig sein, es auszudrücken. Kobold. Aber wissen Sie, das Schöne ist, dass wir wissen, wer Schuld hat. Yippie-yay-hey. Ich bin ein alter weißer Mann. Und ich tue, was ich kann. Um euch die Zukunft zu vermasseln. Da habt ihr später was zum Puzzeln. Ich hab eine alte weiße Frau. Das ist die Umweltsau. Junge Leute heute sind sehr engagiert. Ich nicht. Ich bin privilegiert. Studenten demonstrieren auf dem Campus. Da sitze ich zu Hause und saufe Shampoos. Hey, listen what I say. Ich filetiere immer wieder Tiere. Fleisch oder Fisch kommt täglich auf den Tisch. Auf den Tisch bin ich stolz, der ist aus Tropenholz. Kräuter habe ich im eigenen Garten. Am liebsten esse ich bedrohte Arten. Schatz, geh mal in die Küche und guck nach, ob der Koala schon durch ist. Bitte nicht schon wieder Salamander. Die fallen beim Grillen immer auseinander. Schau mal ins Regal, da liegt noch Wal.
bin ein alter weißer Mann. Ich hab ne alte weiße Frau. Das ist die Umweltsau. Wo Sonnenblumen schienen, sammeln Sonnenkollektoren Sonnenlicht. Am Himmel schweben Drohnen und der Schnee kommt aus Kanonen. Von allein schneien kann es nicht. Der Himmel, der hat Löcher und der Schnee ist nicht mehr weiß. Wenn die Gletscher schmelzen, dann esse ich ein Eis. Ich bin ein alter weißer Mann. Ich hab ne alte weiße Frau, das ist die Umweltsau. Dann fahre ich im Ferrari durch das Labyrinth im Maisfeld. Während Asiaten warten, dass der Preis für Reis fällt. Am Ende steht auf weiter Flur ein kleines Tischlein, deck dich. Und wenn du fragst, wie geht es dir, dann sagt das Tischlein, nous sommes perdus und nicht perdu. Und Müllers Esel, das sind immer die anderen. Ich danke Sie. Das tut sie. Dieses Duzen immer. Ich habe ja diese Nachbarin, das ist die Frau Hammer, wie gesagt, geschiedene Sichel, alleinerziehend Lehrerin, Vegetarierin, das ganze Programm für die Empörungsdienstleistung. Frau Hammer beruft sich immer auf die Institution. Wenn sie rausgeht, sofort die Maske und sie sagt, wir brauchen Vertrauen, Vertrauen. Ich habe gesagt, Frau Hammer, es gibt auf dieser Welt zwei Menschen, denen ich vertraue. Der eine bin ich und der andere sind nicht Sie. Hat sie gesagt, aber Vertrauen ist doch so wichtig für die Gemeinschaft. Dann hat sie gefragt, sie ist auch so eine Workshop-Queen, weißt du? Und auch so Gendersprache und so, das ist ganz kompliziert. Und wenn du ihr sagst, aber wir haben doch eine Muttersprache, dann sagt sie, nein, es geht um die patriarchalischen Strukturen in der Sprache. Hat sie mich gefragt, warum heißt das eigentlich Ergebnis? Und Erfolg. Haben Frauen keinen Erfolg? Also so ist die drauf. Und dann hat sie mich eingeladen zu einem Vertrauensworkshop. Und ich mache alles mit, weil ich liebe die Menschen. Ich liebe euch. Ich bin so ein bisschen wie Erich Mielke. Ich will euer Freund sein. Und auf mich könnt ihr euch verlassen, wenn es drauf ankommt. Bin ich nicht wie die Kirche, gleich in die Büsche. Ich bin da für euch, glaubt es mir. Ich bin euer Onkel Andi. Ich komme dahin zu diesem Workshop, alle duzen sich. Ich sag, Stoi, so weit sind wir noch nicht. Und da ging es so ein bisschen um Vertrauensaufbau durch Kontrollverlust. Das heißt, Menschen verlieren bewusst die Kontrolle. Da gab es ganz einfache Übungen. Erst hat man geatmet. Frauen haben geatmet, Männer haben geatmet und ich atmete mit. Irre. Dann wurden Kleingruppen gebildet. Du, verstehst du? Und da hat man sich so fallen lassen und die Gemeinschaft hat dich aufgefangen. Ich habe Leute gesehen, die geweint haben. Ich glaube, das waren zwei von McKinsey sogar. Also da, wo so tolle Sachen angeboten werden, da sind doch immer die Arschlöcher weißt du, mit denen du nichts zu tun haben willst. Die sind da, weil sie lernen wollen, wie die Menschen funktionieren, dass man sie besser kontrollieren kann. McKinsey. Ich habe mich mal von denen beraten lassen, haben sie zu mir gesagt, Herr Rebers, Sie müssen Personal abbauen. Ich habe gesagt, ich bin Solist, du dumme Sau. Und dann war ich in der Kleingruppe mit Frau Hammer und dann ging es darum, dass Frau Hammer und ich sollte sie auffangen, ne? Ja. Das hat richtig geknallt. Aber jetzt pass mal genau auf. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt. Und in dieser Gruppe war noch so ein anderer Tugendbold, weißt du, so ein Tugendwärter. Der guckte mich an. Frau Hammer war besinnungslos. Aber es war ein Holzfußboden. Also auch nicht so schlimm. Und dann guckte mich dieser Typ an und sagte,
Rebers, du tust mir dermaßen leid, dass du sowas nötig hast. Ja, in dem Moment war ich das Opfer. Verstehst du, so rum läuft es. Weißt du, es kommt immer anders, wenn man denkt. Du, und das ist jetzt diese Agenda. Das sind so Leute wie Frau Hammer, die bilden die öffentliche Meinung. Weißt du, im Fernsehen hast du diese Informationsdarsteller und und bei allem, weißt du, jetzt auch in dieser Krise, dieses, vielleicht hat das was. Weil die meisten Menschen behaupten ja, dass sie nicht glauben. Aber ihr wollt glauben, ihr wollt halt nichts wissen. Und das ist ja auch toll, wenn man vom Recht auf Nichtwissen Gebrauch macht, da kannst du überall mitreden. Und erschwerend kommt hinzu, dass diejenigen, die die dicksten Bretter vorm Kopf haben, eben kein Blatt vor den Mund nehmen. Das nennt man dann den öffentlichen Diskurs. Nein, nein, ich glaube, die Dinge sind völlig anders. Es geht um etwas ganz anderes. Liest du die Bibel, Bruder? Glaubst du an Gott? Wir lesen in der Heiligen Schrift, im Buch der Genesis, Originalbesetzung mit Phil Collins. Dort steht geschrieben, macht euch die Erde untertan. Von Heile lassen steht da gar nichts drin. Macht euch die Erde untertan. Als Krone der Schöpfung. Was soll denn dieses Gepiepe jetzt immer? Klima, Klima, Klima. Dieser ganze Umweltschutz, dieses ganze Tralala ist streng genommen für einen Gläubigen Gotteslästerung. Alle drei westlichen Weltreligionen, die ich studiert habe, als der letzte Universalgelehrte in diesem Land, berufen sich auf die Apokalypse. Judentum, Christentum und Islam berufen sich auf den Weltuntergang. Denn ohne die Apokalypse keine Erlösung, kein ewiges Leben. Und jetzt kommen diese freiberuflichen Gretinisten, diese IKEA-Generation und diese grünen Pharisäer und wollen uns, den Gläubigen, die Erlösung und das Paradies streitig machen. Gut, die Juden wollen nicht ins Paradies, die wissen, die Schlange ist noch drin. Glaube ist auch ein Bildungsproblem. Aber das ist es. Denkt es zu Ende. Diese Natur hat uns Menschen Jahrtausende lang vor sich hergetrieben und uns gequält. Und jetzt haben wir endlich mit dem menschengemachten Klimawandel und dem alten weißen Mann ein Werkzeug, um uns zu rächen. Wir sollten diese ganze Tragödie positiv sehen, als eine Chance, dass wir Menschen uns, also zumindest wir, Brasilianer denken oder die Insulaner, das interessiert mich nicht, denn der Glaube ist unsere Sache, war es immer. Wir können uns unserem Schöpfer als würdig erweisen. Wir sollten gemeinsam, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Religion, gemeinsam in einen letzten Krieg ziehen. Den heiligen Krieg. Tod den Gletschern. Tod den Wäldern. Gott will es. Allahu Akbar. Denn an jenem Tag, wo die Sonne zusammengerollt wird, Sterne vom Himmel stürzen, Berge zu Staub zerstieben, sich wildes Getier zusammenrottet, sich Flüsse und Meere über die Ufer erheben an jenem Tag, wo der Vorhang des Himmels beiseite gerissen wird. Wirst du brennen, brennen,
ad majorem Dei gloriam brennen. Wenn Sie das in einer zweiten Grundschulklasse raushauen und Sie gehen anschließend mit dem Klingelbeutel durch, der ist randvoll. Der ist randvoll. Und diese die Kinder rennen nach Hause und flehen ihre Eltern um mehr Taschengeld an, weil sie dem göttlichen Gericht entgehen wollen. Ich danke Sie. Es ist ja so, dass man fragt sich doch in solchen Zeiten, was ist das Leben? Ist das Leben ein Geschenk? Ist es ein Zufall? Ich tendiere dazu, ist es vielleicht eher ein Irrtum? Oder ist es ein Geschäft? Wenn du hier das und das machst, dann wirst du später belohnt. Oben im Paradies warten 72 Jungfrauen, kommst du hoch, ist eine da, die ist 72. Vielleicht ist das Leben ja auch ein Witz und der Tod ist die ultimative Pointe. Und ob mit Corona oder ohne Corona, ich glaube, ich habe noch nie eine Zeit erlebt, wo die Menschen sich so nach dem ewigen Leben gesehnt haben wie jetzt. Aber vielleicht ist das mit dem Paradies und mit der Hölle ist auch alles Quatsch. Guck mal, vielleicht ist es so, wenn sich Annalena Baerbock ins Sommerinterview setzt und sagt, Kobold, Kobold, dann ist explizit das Paradies. Wenn du im Kongo in so einer Koboldmine arbeitest, ist das explizit die Hölle. Und ich sag mal so, ich verstehe wirklich jeden, der versucht, dieser Hölle zu entgehen und sich dann auf den Weg ins Paradies macht. Und da kann man nur für ihn beten, dass er nicht in Moria landet. Wenn der Wind durchs Fenster weht, lernt der Perserteppich fliegen. Meistens bleibt er aber liegen, weil Frau Hammer auf ihm steht. Irgendwo im Strom der Zeit wartet die Unendlichkeit. Leben, das ist lebenslänglich, doch das Ende unumgänglich. Und über uns der Himmel, so grenzenlos und weit. Wer nicht heute kommt, kommt morgen. Hab keine Angst, hab Zeit. Und der Wind verdreht die Wolken und der Himmel ist so schief. Und der Bestattungsunternehmer, der sieht das alles positiv. Hinter einer Lärmschutzwand liegt ein unbekanntes Land, ohne Hemd und ohne Schuhe, und dann ist Ruhe. Jederzeit und überall bleiben Ideale kleben. Mancher springt und lässt das Leben hinter sich im freien Fall. Und über uns der Himmel und unter uns Asphalt. Am Anfang sind wir jung und blöd, am Ende blöd und alt. Und die Zeit wächst in den Bäumen und in den Bäumen spielt der Wind. Lasst uns noch ein bisschen träumen, bis uns die Nacht zum Schlafen bringt. Morgens macht man große Pläne, mittags liegt man noch im Bett. Übrig bleibt ein bisschen Häme und genau eine Dreiviertelstunde Kabarett.
Wenn das letzte Lied gesungen ist und das Publikum zu Haus. Wenn der letzte Ton verklungen ist und das Publikum zu Haus. Die große Bühne ist leer und ausgeträumt ist der Traum. Zurück bleibt allein ein einsamer Clown. Vergessen, dort unten in der Garderobe, zwischen all den Tischen, zwischen all den Tischen, schaut in den Spiegel und er sieht, was sieht man und hört, wie die Tränen, die Maske, Maske. Verwischt. Liebe und Wahrheit. Wahrheit und Liebe. Oh! Und seinem Herz ist das Geld leer. Hä? Schicksal und Schatten. Schatten und Schicksal. Oh! Warum machst du es denn dir du so schwer? Was? Wo? Hä? Warum muss es denn dir du so... Also ich verstehe es nicht. Was? Herbert, was willst du? Warum muss es denn dir du so schwer? Dabei war er es, der Clown. Er hat uns glücklich gemacht. Denn als er an zu singen fing, trat die Grammatik außer Kraft.